Wir freuen uns auf das Duo Meyer, Celis, Catalan.
Denken ist, solche bezaubernde Klänge kommen heraus, wenn einen die Musik von klein auf begleitet. Maria stammt aus einer sehr musikalischen Familie. Es wurde daheim schon viel gesungen. Vater und Mutter spielen Geige. Aber die Kleine, noch Vorschulkind, wünscht sie sich ein anderes Instrument, das mit dem Stachel. Also, was bringt das Christkind? Natürlich ein Cello, das sie dann bis zum Abschluss des Masterstudiums am Mozarteum führen sollte. Wunderbar. Und jetzt, bevor wir dann ein bisschen auch noch über Felipe und mit ihm reden, eine Komposition von Javier Farias. Auch ein Chilene, geboren 1973. 5 kurze, sehr unterschiedliche Stücke, ursprünglich für Bratsche und Gitarre komponiert. Wir hören es statt Bratsche mit Cello. Ist vielleicht noch schöner, sagen wir einfach einmal. Der gebürtige Chilene hat sehr viel, vor allem für Gitarre, komponiert. Zurzeit lebt er in den USA, in der Region Washington DC, und das Stück heißt 5 Fachadas, und das ist das spanische Wort für Fassaden. Wir sind neugierig auf die 5 Fassaden von Javier Farias.
Weg gegangen. Wie hat dich deine Entwicklung nach Salzburg geführt? Kompliziert, eine lange Geschichte. Mach's ganz kurz, bitte. Wie viel Zeit haben wir, damit es kurz sein? Eigentlich in meiner Familie, es gibt keine Musiker. Und ich hatte ganz gute Freunde, die gespielt haben. Sie haben mich eingeladen. Und dann habe ich mit ihnen viel geprobt, ich habe viele Phasen gehabt, so ich habe viele unterschiedliche Musik gelernt, Rock, alles was möglich war. Dann habe ich Pädagogikstudium, auch gleichzeitig Konzertfach studiert in Chile. Und dann in Salzburg, es gibt einen ganz berühmten Lehrer, zwei eigentlich, einer ist Elliot Fisk, der andere ist Marco Tamayo. Und deswegen, die Schule ist ganz berühmt und ich habe deswegen die Aufnahme von in Österreich gemacht. Also die Faszination unserer Theorie, die wirkt rund um die Welt. Ja. Wir freuen uns, dass du da bist, Philipp. Ja, und was hören wir jetzt? Der Komponist heißt Horacio Salinas,
51er Jahrgang, also hat heuer sicher einen runden Geburtstag gefeiert. Und der Text stammt von Patricio Mans, in Chile eine legendäre Figur, bedeutender Sänger, Komponist, Schriftsteller, Theaterautor, Essayist, alles Mögliche. Er ist erst heuer, vor kurzem, am 25. September verstorben. Horacio Salinas lebt noch. Er hat den folgenden Text von Mans vertont. Er ist Mitbegründer und musikalischer Leiter einer berühmten chilenischen Gruppe namens Inti Illimani Historico. Eine interessante Phase, Facette könnte man sagen, südamerikanischer Musik. Bitte.
natürlich auch in Chile. Maria, wie war das beim ersten Mal? Kannst du dich an das Gefühl erinnern, in der Heimat deines Mannes, beim ersten Mal, als du dort mit ihm ein Konzert gegeben hast? Ja, ich kann mich noch erinnern. Das war in Puerto Varas, im Süden von Chile. Es war sehr kalt dort. Und wir haben dort in einem sehr netten Saal gespielt. Und es waren viele Freunde auch von Felipe da, die sehr nett sind. Alle seine Freunde sind sehr nett. Und die haben sich halt unglaublich gefreut. Und ein paar haben auch geweint nach dem Konzert, was mich sehr berührt hat, weil die Leute sind in Chile so freundlich und offen und sehr emotional und zeigen das auch. Das gefällt mir sehr an dem Land. Was für ein Erlebnis für die Österreicherin, die dort ist. Und Felipe, von dir möchte ich wissen, wie haben dann deine chilenischen Freunde und das chilenische Publikum reagiert, als deine österreichische Frau auch in ihrer Sprache, in Spanisch, zu singen begonnen hat? Es war sehr besonders, weil wir waren einmal vor 4 oder 5 Jahren zum ersten Mal in Chile und sie hat gar kein Spanisch gesprochen. Deswegen, alle Freunde haben sie kennengelernt, sie haben sie sehr nett gefunden, aber eigentlich, sie hat in diesem Moment nicht gesprochen. Und dann, es war sehr schön, weil wir haben Konzerte gespielt und dann, als wir zurückgekommen sind, dann hat sie schon gesungen. Deswegen war es sehr schön für alle Leute, die das gesehen haben. Sind die Herzen aufgegangen, ja? Sind euch die Herzen zugeflogen? Man hört auch unschwer, dass die beiden fast immer Deutsch reden miteinander. Er spricht ja wirklich unglaublich Deutsch. Ja? Ganz fein. Und kannst du so gut Spanisch wie er Deutsch? Er spricht schon ein bisschen besser Deutsch. Ja, das steht ihm dazu. Na gut. Und jetzt spielt das Duo Solo. Das ist nicht verrückt, dass ich das sage, so heißt das Stück, nämlich Solo bedeutet allein oder einsam. Der Komponist Eduardo Carrasco ist Universitätsprofessor für Philosophie, Autor und Mitbegründer einer der bekanntesten chilenischen Volksmusikgruppen. Solo vom Duo. Thank you.
Dimension, die Musik auch haben kann. Dieser Theologe und Regisseur kämpfte mit Songtexten gegen gesellschaftliche Ungerechtigkeit in Chile. Victor Jara war Musiker, Liedermacher, Lehrer, Schriftsteller, Theaterregisseur, ein bedeutender Vertreter der musikalisch-sozialen Bewegung Nueva Canción Chilena, also neues chilenisches Lied. Nach dem Putsch im September 1973, der die Regierung von Salvador Allende stürzte, wurde Victor Jara am nächsten Tag von den Streitkräften der neu errichteten Militärdiktatur verhaftet, da er sich in der Kommunistischen Partei engagiert hatte. Er wurde gefoltert, trotzte aber seinen Folterknechten und sang noch das Lied Venceremos, wir werden siegen, bevor er mit mehr als 40 Schüssen ermordet wurde. Das geschah im alten Stadion von Santiago, das seit der Rückkehr Chiles zur Demokratie Victor Jara Stadion heißt. Von Victor Jara jetzt das Lied El Arado, der Pflug. Yeah.
la esperanza. Cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella. Das ist ein indigenes Volk, zu dem sich 10% der chilenischen Gesamtbevölkerung bekennen. Die Mapuche nennen sich selbst Menschen der Erde. Mapu heißt nämlich Erde, Che ist der Mensch. Und ihre Sprache ist Maputungun. In dieser Sprache präsentieren Maria und Felipe jetzt zwei Schullieder. Maputungun, noch nie gehört, sicher sehr interessant. La miel, 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 la miel
begeistern kann. Ich bitte um Nachsicht, ich habe jetzt ein bisschen ein Wirrwarr in meiner Vorbereitung. Was ist das nächste Stück? Wie heißt das nächste? Gracias a la vida. Ja, ich dachte, darf ich stimmt kurz, doch. Ja. Kurz noch was sagen dazwischen? Darf ich kurz was sagen? Ja, bitte. Wenn Ihnen dieses Stück gefallen hat,
Das war übrigens von Astor Piazzolla. Wir haben vor kurzem, also eigentlich nicht so vor kurzem, wir haben eine CD aufgenommen. Wir haben das letzte Jahr genützt, um CDs aufzunehmen. Es war ja keine einfache Zeit. Und leider, also wir haben drei CDs gemacht, eine mit dem Duo und Philippe hat zwei ganz tolle Solo-Gitarren-CDs gemacht. Und leider sind die CDs nicht mehr rechtzeitig angekommen, dass wir die heute verkaufen können. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber wir haben Bestellformulare vorbereitet. Also für die, die wollen, können ein Bestellformular ausfüllen dann draußen beim Eingang bzw. Ausgang. Ja, und ich hoffe, dass sich einige dafür interessieren, weil die von Duo, da geht es eben um südamerikanische Musik, da ist unter anderem das Stück drauf, das wir gerade gespielt haben. Und Felipe hat eine CD mit chilenischer Musik aufgenommen für Gitarre Solo, auch in einem Stil, wie Sie es heute hören, und noch eine CD mit alter Musik. Das wollte ich nur kurz sagen. Ja, danke für diesen CD-Tipp des Tages. Ja, natürlich. CD heißt dieses Video. Ja. Ja. Die eben beworbene CD heißt Leo Rein. Übrigens hat das Duo sich bis voriges Jahr, glaube ich, Duo Leo Rein genannt. Lights of South America. Ja, jetzt danke für den Programmtipp. Und das Stück heißt Danke an das Leben, das mir so viel geschenkt hat. Es ist von Violeta Parra. Sie war eine chilenische Künstlerin, Musikerin, Komponistin, Sängerin. Ihr Werk, ein wertvoller Beitrag zum gesamten chilenischen Kulturschaffen, ist Inspiration für viele, viele Künstler. Gracias a la vida ist zum populären chilenischen Volkslied geworden. Violeta Parra hat es 1966 auf ihrem letzten Album veröffentlicht, ehe sie am 5. Februar 1967 leider durch Selbstmord aus dem Leben schied. Weltbekannt wurde dieses Lied und Sie werden vermutlich die Melodie erkennen, 1974 durch die Version von Joan Baez, die es überall auf der Welt gesungen hat. Heute hören wir es vom Duo Meyer Celis Catalán. Thank you.
aus der Feder von Viktor Jara möchten Ihnen Maria und Felipe empfehlen, auch Ihnen, das Leben fliegen zu lassen. Heißt, das Leben zu genießen. Die letzten Zeilen darf ich dieses Liedtextes darf ich zitieren. Lass uns jetzt frei fliegen, süße Taube. Verlier nicht die Hoffnung, ach Täubchen. Die Blume wächst im Wasser. Die Sonne wird wiederkehren, die Nacht wird vergehen. Hülle dich in meine Liebe. Lass das Leben fliegen.
Katalan, Maria und Felipe, dargeboten mit ja, Gitarre und Cello und Maultrommel und Stöckelschuhen. Ja, da kommt ja einiges zusammen. Sehr geehrte Damen und Herren, auch bei Ihnen danke ich mich noch einmal, dass Sie hier sind, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn die Serie Musik der Völker weitergeht. Das nächste Mal, Sie wissen es vermutlich, 13. Dezember mit dem Salzburger Seitenklang, mit Wilfried Scharf und der Gruppe Sefkas Dermann aus Bosnien-Herzegowina. Da geht es wieder rund im Brucknerhaus. Da wird es zuerst sanft und nachher wird es flott. Und jetzt? Wer kommt jetzt? Jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, wer noch da ist. Nein, ich bin mir nicht sicher, ob die Bosche überhaupt noch da sind. Jetzt geht es ihr zwei einmal. Sie einen Fehler. Glauben Sie mir's. Ich wünsche Ihnen, kommen Sie gut nach Hause, lassen Sie das Leben fliegen, auf Wiedersehen und spürt uns was.